Gut, zum Programm. Wir hören Herrn Olaf Knopp, Geschäftsführer der Ware Group. Ähnliche Anreise wie ich, ähnlich weit. Es geht um das Geoportal für Deutschland. Und ich denke, den Rest wirst du sicherlich selber besser erzählen können. Gut. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und die Vorstellung. Dann habe ich schon was Zeit gespart. Genau, ich möchte heute über das geoportal.de reden, wo hier so plakativ steht, suchen, finden, verbinden, ist der Slogan, der jetzt damit verbunden wird. Das hat auch durchaus eine sehr konkrete Aussage, weil gerade dieses Find und Bind war also dem BKG, das ist der Auftraggeber, sehr wichtig. Und da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, was so damit gemeint ist mit dem ganzen Thema. Mal gucken. Ich werde erstmal kurz eine kleine Einführung geben und dann möchte ich auf die Umsetzung der eigentlichen Komponenten kommen. Dazu erstmal eine kurze Wiederholung zum geodatenkatalog.de und zu den Map-Server-Komponenten, wo ich letztes Jahr schon einen Vortrag hier auf der Vosges gehalten habe. Im Prinzip zwei Bausteine, die eben zu dieser GDI.de oder zu diesem zentralen Angebot der GDI.de dazugehören. Dann im Prinzip über die eigentliche Umsetzung des geoportals.de reden und mal kurz auf den Mapender 3 eingehen, mit dem wir das umgesetzt haben. Und am Ende, je nachdem, wie viel Zeit der Till mir lässt, vielleicht auch eine kurze Demo nochmal zeigen. Ja, also, das geoportal.de hat sich jetzt im Prinzip über anderthalb bis zwei Jahre hingezogen, die Umsetzung. Das begann mit dem geodatenkatalog.de im Jahr 2010 und dessen Fertigstellung im Jahr 2011 und der Entwicklung der Map-Server. Komponenten, das waren im Prinzip zwei Backend-Komponenten, die eben die Metadaten und auch die Dienste erstmal zentral zur Verfügung stellen sollten. Und jetzt auf der CeBIT Anfang März wurde eben das geoportal.de freigeschaltet. Hier sieht man einen Screenshot vom Startbildschirm. Das läuft eben momentan in so einem prototypischen Umfang. Ja, zunächst zum Geoportal selber. Geoportal.de ist eben ein wichtiger Meilenstein in der Inspire-Umsetzung für Deutschland und ist ein wichtiger Meilenstein für den Aufbau der GDI.de selber, soll also der zentrale Zugang werden zu deutschlandweiten Geodaten, soll natürlich nicht andere Geodaten, Geoportale ersetzen, sondern soll die im Prinzip verbinden, zentral verfügbar machen, als Andockstelle dienen und dann im Bedarfsfall auf die anderen Portale natürlich verweisen. Das ist eine frei verfügbare Webseite, logisch. Und verbindet eben zu den Daten der öffentlichen Hand. Der geodatenkatalog.de ist im Prinzip das Metadaten, der Metadatenkatalog, der diese Applikation zugrunde liegt. Ein Katalog, der einen Großteil der zurzeit verfügbaren CSV-Bestände harvestet und dann eben zentral speichert und auch weiter überarbeitet und vorprozessiert, um eben eine schnelle Verfügbarkeit sicherzustellen. Und da gibt es natürlich einen integrierten Kartenviewer, logisch, wo man sich die Daten angucken kann, runterladen kann, WMCs abspeichern kann und ein paar andere Dinge tun kann. Umgesetzt haben wir das zusammen mit der Firma Materna aus Dortmund. Das ist in erster Linie so ein Systemhaus, was also für das CMS drumherum zuständig war. Wir haben also die Geo-Komponenten gemacht. Ich will jetzt gar nicht da großartig mit langweilen, dass wir wieder irgendwas mit PostGIS und UMN und Mapbänder und OpenLayers gemacht haben, sondern es ist halt die Infrastruktur, die wir da gewählt haben. Es sind ein paar interessante Aspekte drin. Zum einen eben hier dieser Apache Lucene und Solar Index, den wir eben verwenden, um die Suche performant zu gestalten. Wir haben uns also da an einer Stelle vom WFS und vom CSW gelöst. Und eben da zusätzlich diese Software Government Site Builder, das werden vielleicht ein oder andere was von Ihnen kennen, das ist ein CMS im Prinzip für die öffentliche Hand entwickelt und das war also so gut wie gesetzt, die Lösung. Das heißt, Schwerpunkt soll heute weniger die Architektur selber sein, sondern ein paar Aspekte anzusprechen, die wir eben in dem Portal verwirklicht haben. Ein bisschen Architektur müssen wir aber trotzdem noch machen. Ich kann irgendwo draufdrücken, ne?
Das ist also die ganz abstrakte Architektur des Geoportals.de, wie sie im Prinzip von der GDI.de geplant war. Das ist also jetzt gar nicht mit irgendwelchen Applikationen versehen oder sowas. Das ist nur das Prinzip. Das heißt, wir haben hier unten angefangen über die zentralen Katalogdienste. Das ist im Prinzip der Geodatenkatalog.de, der die dezentralen Kartendienste und Metadaten anderer Dienste lädt, anderer CSV zusammenführt. Es gibt eine Geodatensuche, es gibt eine Ortsuche, das ist auch ein Dienst, der wird eben vom Geodatenzentrum bereitgestellt und darauf aufgesetzt, im Prinzip hier oben diese gelben Komponenten, das ist das geoportal.de, also ein CMS mit einem eingebundenen Web-Geo-Anteil und einem Web-Client, der eben dann in jedem Browser verfügbar ist. Und dann die Möglichkeit, Themenkarten, also WMCs, über den Client selber zu erstellen oder diese eben auch wie einen Dienst im Prinzip in den Client einzuladen. Ganz kurz zum Geodatenkatalog. Das ist eben ein Dienst, der die Zusammenführung und Konsolidierung des Geodatenbestandes und des Metadatenbestandes sicherstellen sollte. Also da ging es um so Sachen wie, was passiert mit Redundanzen, was passiert mit Metadaten, die durch unterschiedliche Dienste angeboten werden, mit Versionierung, diese Sachen. Das wurde eben da gelöst. Geplant ist eben, dass etwa 50 Dienste angebunden werden mit, man sieht es eben, rund 300.000 Metadatensätzen. Und im Moment, in der Phase, in der wir im Moment sind, stehen etwa 100.000 Metadatensätze aus 30 Diensten zur Verfügung. Das sind also öffentliche Verwaltungen, Institutionen, Länder-GDIs, weiß ich nicht, Portal-U, alles Mögliche, was man so kennt, ist da angebunden und steht eben momentan zur Verfügung. Das Ganze wurde eben mit GeoNetwork Open Source umgesetzt. Und dann mit einem Suchclient versehen, der eben ins Portal eingebaut wurde. Zu den Map-Server-Komponenten noch, weil es immer so fällt. Map-Server oder diese Map-Server ist nicht der URL-Map-Server, sondern das Tool heißt auch so. Das ist ein Dienst, der wie so eine Art Cache funktioniert und Dienste, die mir durch verschiedene GDIs zur Verfügung gestellt werden, verwaltet, zusammenführt, gegebenenfalls neu kombinieren kann und dann das neuen WMS zur Verfügung stellen kann. Also das heißt, ich finde irgendwo eine schöne Hintergrundkarte in einem bundesweiten Dienst, die möchte ich gerne benutzen und darüber möchte ich aber irgendwelche Fachdaten aus Schleswig-Holstein anzeigen und dann kann man eben mit diesem Dienst sozusagen aus dem zentralen Repository dieser Diensteverwaltung sich sozusagen einen neuen WMS zusammenstellen, neu kombinieren und diese Kombination als WMS nach außen weitergeben. Das Ganze haben wir mit Webproxy umgesetzt, mit der Omniscale zusammen. Und weil eben diese ganzen Möglichkeiten, die hier gefordert wurden, also Durchreichen von Feature-Infos, Transparenzumstellungen, Umprojektion on the fly, was weiß ich, alle möglichen Dinge, Neukombination von Diensten in der Form jetzt mit einem reinen WMS-Service, wie dem UMN in der Kaskadierung nicht möglich gewesen wäre. Das heißt faktisch, wir nehmen uns WMS-e, speichern die als Webproxy-Konfiguration ab und stellen das Ganze als neuen WMS zur Verfügung. Und damit hat das BKG eben die Hand zum Beispiel auf der Performance, kann cachen, kann die Sicherheit, Verfügbarkeit sicherstellen, solche Sachen halt. So, wir kommen zu der zentralen Komponente. Es gibt einen sehr interessanten Ansatz. Natürlich in so einem Portal, das ist nichts Neues. Das heißt, ich gehe nicht über solche, ich nenne das mal so deskriptive Anwendungen, wie wir die vielleicht vor 5, 6 Jahren noch gebaut haben. Also ich habe einen Kartenviewer und daneben eine riesige hierarchische Liste mit Diensten und die kann ich so aufklappen und dann kann ich mir irgendwas auswählen, sondern ich habe im Prinzip einen ganz reduzierten Kartenviewer, den sehen wir uns gleich noch an und den Zugang mache ich im Prinzip über einen Filter, über eine Suche, wo ich hinkomme. Das ist in anderen Portalen nicht großartig anders. Hier sind vielleicht ein paar Aspekte drin, die ganz spannend sind. Es gibt also hier einen Suchclient und es gibt dann eine Anzeige, die ein paar schöne Features umgesetzt hat. Ich gehe da jetzt mal ganz kurz drauf ein. Kern der Suche auf unserem zentralen CSW im GeoNetwork ist nicht die CSW-Schnittstelle selber, sondern wir haben einen eigenen Suchdienst aufgesetzt. Das hatte verschiedene Gründe. Das hatte weniger Performance-Gründe, aber es hatte in erster Linie funktionale Gründe. Es waren so ein paar Sachen, da kommen wir gleich noch drauf ein. In der Filterung, ich habe es jetzt hier verdeckt, dummerweise, aber es gibt gleich einen anderen Screenshot, in der Filterung der Suchergebnisse, man kann Dienste zum Beispiel kommentieren, man kann die bewerten und solche Dinge angeben. Das heißt, man kann Informationen an diese Dienste dranhängen, die gehen über die Möglichkeiten der CSW-Filterung hinaus. Und wir haben deswegen
gesagt, wir müssen eben die Daten zum Teil vorprozessieren, zum Teil mit ja, eigenen Daten des Portals, wie zum Beispiel einer Bewertung eines Dienstes oder von Metadaten ergänzen und müssen das neu indizieren und dann im Prinzip einen eigenen Suchindex zur Verfügung stellen. Das heißt, das haben wir also über diese Lucene, also über diese Apache-Projekte Lucene und Solar gemacht, also Lucene-Index aufgebaut und mit dem Solar-Suchserver durchsuchbar gemacht. Lucene ist so ein Indizierungslogarithmus eigentlich für Textdokumente und eignet sich natürlich für solche Sachen sehr gut, weil Metadaten ja im Prinzip Text sind, sehr viel Abstracts drin sind, sehr viel textliche Information einfach drin ist. Das zweite ist dieses Ranking und diese Gewichtung, die wir eben umgesetzt haben und umsetzen sollten. Das wurde so vorgegeben vom Auftraggeber. Wir haben im Prinzip verschiedene Gewichtungsklassen. Also angenommen, ich gebe jetzt einen Begriff ein, dann findet eben eine Gewichtung statt. Wo taucht dieser Begriff auf? Also ist es im Title, ist es in der Description, ist es im Abstract? Und da gibt es dann eben verschiedene Gewichtungen. Das heißt also, wenn der Begriff Wasser im Titel auftaucht, ist er wichtiger, als wenn der in der Adresse des Anbieters auftaucht. Solche Sachen zum Beispiel. Das zweite ist, dass wir diese sogenannten trankierten Treffer natürlich unterschiedlich geboostet haben. Ich möchte jetzt nicht zu sehr auf die Lucene-Mechanismus eingehen, aber man kann also solche Boost-Indizes angeben, kann sagen, bestimmte Faktoren, bestimmte Metadatenelemente zum Beispiel werden geboostet, werden also in dem Ranking nach oben geschoben und werden dann auch in der Ergebnisliste weiter oben dargestellt. Trankiert heißt im Prinzip nichts anderes, wenn ich nach Wasser suche, da habe ich auch Wasserschutzgebiete, aber solche trankierten Treffer haben dann eben eine geringere Gewichtung als der wortgleiche Fund zum Beispiel. Und es gibt dann eben eine Sortierung von Karten und Daten und eine spätere Nachfilterung im Client. Ich kann also die Relevanz zur Filterung benutzen, die Größe der Fläche, das Datum, diese Kommentierung und diese Bewertung kann ich verwenden. Ich kann Maßstabsbereiche eingrenzen, solche Sachen halt. Der Client ist relativ normal. Ich kann also nach einem textlichen Begriff suchen. Da gibt es so eine Autocomplete-Funktionalität, die wird auch aus dem Lucene-Index bestückt. Also ich fange an zu tippen und nach dem dritten Buchstaben kriege ich so eine Liste von dem, was es überhaupt gibt. Und wenn ich dann weiter tippe und ich kriege keine Liste mehr, finde ich wahrscheinlich auch nichts, weil der Begriff ist nicht vorhanden. Ich kann räumliche Einschränkungen in zwei Arten machen. Ich kann entweder hier oben einen textlichen Begriff eingeben. Da ist ein Ortssuche-Dienst, liegt dahinter, der vom Geodatenzentrum angeboten wird als JSON-Schnittstelle. Oder ich kann hier unten über diese Karte räumlich eingrenzen, indem ich einfach irgendwo hinzoome, so ein Open-Layers-Client. Also das heißt, ich kann attributiv einschränken oder eben kartografisch. Und Hintergrund ist jetzt der webatlas.de, der da jetzt fertig ist, deutschlandweit, und da eingebunden wurde. Ergebnisdarstellung sieht so aus. Ich kriege also hier eine relativ übersichtliche Karte angeboten. Es werden also Karten, Geodaten und Inhalte angezeigt. Karten sind WMS, Dienste. Geodaten sind Layer, sage ich jetzt mal, kommen wir gleich dazu, oder eben Daten zu Daten, Metadaten zu Daten. Und Inhalte ist das durchsuchte CMS. Da finde ich also dann textliche Hinweise. Ich kann dann nachträglich hier noch filtern, nach den Themengebieten, Inspire, nach dem Erwerb, sind sie kostenfrei, kosten sie Geld oder nicht. Das sind alles so Dinge, die mussten vorprozessiert werden, weil die natürlich in den Metadaten so nicht drinstehen. Da steht drin, Erwerb, Frau Meier anrufen. Und dann muss man halt irgendwie gucken, wie man das filtert. Wann sind sie rausgekommen, welche Maßstabsbereiche sind sie verfügbar, wie sind sie bewertet worden, da gucken wir uns gleich nochmal an, sind sie Inspire-konform, sind sie Standard-konform und so weiter und so weiter. Eine ganz spannende Sache ist die Datendienste-Kopplung. Das ist dieses, was ich mit diesem Find und Bind meinte, also das Konzept im geoportal.de ist komplett Layer-basiert. Der Begriff WMS taucht da nie auf. Das heißt, ich suche immer nur Layer. Ich tippe irgendwas ein und finde einen Layer. Und der wird mir dann in meinen Viewer geladen. Das heißt, Ziel war es, wenn ich nach Daten suche und ich gebe da irgendwie ein Wasserschutzgebiete Rheinland-Pfalz und ich bekomme einen Metadatensatz für Daten angezeigt, dann würde ich den auch ganz gerne sehen. Also nicht nur den Dienst mit seinen Daten, mit seinen Layern, sondern auch die Daten selber.
Und deswegen wurde also Metadaten, AG Metadaten, der GDIDE, da lange gefachsimpelt und da wurden Dokumente geschrieben. Die habe ich, die sind wir dann durchgegangen und haben uns dann bemüht, das so umzusetzen. Und es läuft also jetzt darauf hinaus, dass also im Metadaten-Element Resource Identifier, das Metadatensatz für Daten, die Dienste identifiziert werden, in denen die Daten zur Anzeige gebracht wurden. Setzt also voraus, dass die Daten auch dementsprechend ausgefüllt wurden. Also andersrum ist ja einfach, ne? WMS weiß ja, was er für Daten hat, aber Daten wissen ja nicht, in welchen WMS sie liegen. Das muss also wirklich händisch eingepflegt werden und dann wird das eben analysiert. Beim Harvesten wird herausgesucht, im Metadatensatz für Daten, finde ich diese Daten irgendwo, werden die irgendwo angezeigt? Wenn ja, hole ich mir die Capabilities über die All und speichere die in der Datenbank mit ab. Das ist also vorprozessieren. Das bedeutet, wenn ich dann nachher nach Daten suche, Metadaten für Daten, das ist jetzt wahrscheinlich für Leute, die sich mit Metadaten nicht so auskennen, ein bisschen Banane, was ich hier sage, aber es ist so. Es gibt also Metadaten für Daten und für Dienste. Und wenn ich jetzt Metadaten für Daten suche und harveste, dann wird im System versucht herauszufinden, ob die Daten irgendwo visualisiert werden und wenn ja, wird der Link dahin abgespeichert. Das heißt, ich referenziere also in die Dienste, in die N-Dienste, die es vielleicht gibt. Und das führt dazu, dass im Idealfalle auch Metadatensätze für Daten sofort zur Ansicht führen. Der umgekehrte Fall ist ja bekannt. Über Operates On kann ich in den Dienstemetadaten eben verlinken, mit welchen Daten ich arbeite. Da kann ich also dann zum Beispiel die UID des Metadatensatzes angeben. Das ist also eine ganz spannende Sache und hat so ein bisschen so eine Einklick-Geschichte zur Folge, dass ich also wirklich, ich finde Daten, kann draufdrücken und kriege die angezeigt, wenn es geht, wenn nicht, dann eben nicht. Ja, das Webportal sieht so aus, es fängt mit so einem kleinen, relativ einfachen Viewer an. Hier gibt es einen zweiten Weg über diese Suche, das war der erste Weg im Prinzip, zu den Daten zu kommen. Das sind solche WMCs, die abgespeichert werden, wie wir das auch aus dem Geoportal Rheinland-Pfalz zum Beispiel kennen und sicherlich auch in anderen Portalen, dass dort eben ja, über die Dienstebetreiber oder über die Portalbetreiber vorgefertigte WMCs angeboten werden, die ich mir sofort in meine Karte laden kann per Klick. Das heißt also, wenn ich hier unten irgendwie die Windkraft, das Windkraftpotenzial mir angucken möchte, dann kriege ich das hier oben angezeigt und kann von da aus auch in die erweiterte Kartenansicht starten. Und dieser WMC, das wird mir dann im Prinzip wieder wie ein Layer angezeigt. Ansonsten ist hier drumherum eben das CMS und der Geoteil ist im Prinzip das hier drin und eben Skripte für die Suche. Das ist also alles sehr eng miteinander verkoppelt. Wir haben eine gemeinsame Benutzerverwaltung und Rechteverwaltung. Ich kann mich anmelden, ich muss angemeldet sein, um kommentieren zu können und solche Sachen. So, das heißt, das sind also diese Themenkarten. Es gibt also vorkonfigurierte WMCs. Auf die kann ich in der Startseite direkt zugreifen für befugte Benutzer, also Leute aus dem BKG, die, wenn die sich anmelden an dem Portal, dann kriegen die so einen WMC-Konfigurator und können WMCs erzeugen, können Bilder dazu hochladen und die stehen dann in der Administration zur Verfügung. Und ansonsten gibt es noch den zentralen Kartenviewer, der relativ nackt ist, sage ich jetzt mal. Der bietet zwar einiges an Möglichkeiten hier oben, öffnen, speichern, drucken, Speicher von KML, von WMCs, Bild runterladen, was weiß ich, ausdrucken in verschiedensten Formaten, messen, was man so kennt, Vollbildmodus einschalten, Hintergrund ändern, solche Sachen, das ist ein Open Layers Client, sehen Sie. Aber man sieht hier auf der Seite, ist ganz reduzierte Baumfunktionalität sozusagen. Das ist genau das, was das ausdrückt, was ich meinte. Es geht im Prinzip hier nur um Layer. Ich kriege einfach eine Liste von Layern angezeigt und nicht WMS mit Unterlayern und Sublayern und sowas. Das versteht ja irgendwie jemand, der sich nicht sowas wie die Foskis antut jedes Jahr und in dem Feld einfach intensiv bewandert ist, kennt sich damit ja nicht aus, wenn ich ihm sage, möchten Sie den WMS dazuladen und vielleicht die Sublayer einschalten? Dann sagt er, vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Das heißt, hier sind wir also an dem Punkt, dass wir einfach Layer haben. Sie möchten Wasser sehen, dann sehen Sie Wasser. Pong, hier. Das hast du ausgewählt, mehr kriegst du nicht zu sehen. Und wenn du mehr haben möchtest, kann man von hier oben wieder über die Suche gehen und kommt dann über diese Einfeldsuche wieder in die Metadatensuche rein. So, ganz kurz. Die Umsetzung haben wir mit MapBender 3 gemacht, der parallel im Workshop gerade vorgestellt wird, praktisch.
Und der ist also sozusagen die neueste Version von MapBender 2, die im Moment existiert. Wir sind gerade kräftig in der Entwicklung dran. Der basiert auch auf verschiedenen Frameworks. Ich will da jetzt gar nicht intensiv drauf eingehen, weil das wurde schon von dem Herrn Vigoda schon vorgestellt, das Projekt. Und es gibt auch einen Workshop und morgen noch ein Anwendertreffen. Da kann man sich darüber informieren. Das war eine schöne Sache. Da muss man wirklich sich bedanken beim BKG. Wir haben also da mit den Leuten gesprochen und haben gesagt, hier, ihr habt uns jetzt beauftragt damit, aber als wir euch das Angebot geschickt haben, war MapBender 2 aktuell. Und wenn wir das Ding online stellen, dann stellen wir auf der FOSS-Kiste MapBender 3 vor. Und eine Woche vorher stellt ihr das Ding auf der CeBIT vor. Möchtet ihr das wirklich oder sollen wir es mit MapBender 3 machen? Und die Kollegen haben das eben mitgetragen und haben uns da eben auch die Möglichkeit gegeben, den MapBender 3 da auch weiterzuentwickeln. Ja, genau. Ich zeige es jetzt mal kurz. Wie viel Zeit habe ich noch? Neun was? Das reicht. Zunächst muss man mal wieder sagen, es ist wieder ein Schock, wie jedes Jahr. Mit der Entschuldigung, ja, unter Linux läuft das WLAN nicht. Entschuldigung, aber sitze ich wieder an einem Windows-Rechner. Gut. So, das heißt, das ist die Startseite. Man sieht es hier, es sind hier so ein paar interessante Sachen drin. Ich kann also hier jetzt zum Beispiel nach Dessau suchen. Das ist jetzt dieser JSON-Dienst, der da benutzt wird. Ich kann das auswählen und dahin zoomen. Ich kann von hier aus in die erweiterte, gut, Flugplatz Dessau war jetzt vielleicht nicht ganz geschickt. Ich kann hier unten diese WMCs hinzuladen, die dann eben oben angezeigt werden. Ich kann von hier aus in die erweiterte Kartenansicht springen. Dann wird mir die Einstellung in dem Startviewer wird mir übernommen. Ah, okay. Ach so, die ist nicht eingeschaltet. Doch, da kommt sie. Wie immer die Entschuldigung für die Dienstgeschwindigkeit, können wir nichts. Auf Karten warten, fiel vorhin mal. Nein, also das wird dann eben angezeigt. Das heißt, es wird mir so übernommen, wie ich es vorher eingestellt habe. Hier sieht man jetzt im Prinzip die Layer, nicht die Dienste, die Layer, die also in diesen WMC übernommen wurden und in dem abgespeichert wurden. Und diese WMCs, die werden wiederum auch über den Geodatenkatalog wie ein Dienst im Prinzip verfügbar gemacht. Also auch die finde ich dann, wenn ich suche, jetzt in diesem Falle eben zum Beispiel nach so einem WMC. Auch hier ist die Ortsuche wieder drin, die natürlich eben von dem gleichen Dienst bestückt wird. Und jetzt gehen wir nochmal hier ein bisschen in die zentrale Suche rein. Was suchen wir mal? Flugplatz in Dessau? Nee. Wasser ist immer schön. Da sieht man es jetzt. Das ist also jetzt eine Vorschlagsliste, die wird generiert aus dem Index heraus, also aus den Metadaten, die im Portal selber drin sind. Ah ja. Und das Ganze wieder in Dessau. Gehen wir mal dahin. Und das suche ich jetzt. Das ist also auch relativ performant, wenn auch nicht erfolgreich. und hallo? Kairo? Es geht gar nichts mehr, auch schön. Nochmal neu. Ja, wir sind das nicht schuld, das ist ja klar. Also wir suchen einfach mal Wasser. Ne? Wasser gibt es immer. So, jetzt bekomme ich die Daten hier angezeigt, die eben verfügbar sind. Das geht also relativ flott. Hier sieht man jetzt im Begriffsverlauf eine Vorschau. Da ist jetzt eben keine da. Das kann man jetzt leider nicht, kann ich jetzt leider nicht zeigen an der Stelle. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel mir die Metadaten angucken. Ich sehe die Ausdehnung der Metadaten. Ich kann mir die Metadateninformationen anzeigen lassen, Informationen zum Kontakt, zur Ausdehnung im Detail nochmal sehen. Kann hier gucken, wie sind die Metadaten bewertet worden. Kann, wenn ich angemeldet bin, die Daten selber
bewerten und kann dann, ist jetzt bisher in diesem Falle nicht geschehen, und kann dann hier zum Beispiel in der Filterung auch nach diesen Bewertungen dann Daten auswählen. Das ist also das, was ich meinte. Das sind eben Dinge, die sind einfach im CSV so nicht vorgesehen. Das sollte aber umgesetzt werden. Und das musste dann im Prinzip dazu prozessiert werden. Und ich kann mir dann eben solche Daten dann im Portal anschauen. Heute klappt wirklich alles. Gut, egal. Ist bestimmt ein ganz alter Browser, oder? Chrome? Ja, okay. Egal. Gut, so sollte es eigentlich sein. Ja. Nochmal ganz kurz zur Präsentation zurück. Am besten probieren Sie es einfach mal aus. Die Anwendung ist ja verfügbar, die ist online und dann sieht man, dass es eigentlich funktioniert. Ist ja immer riskant, sowas an einem unbekannten Rechner zu zeigen. Nochmal so Zusammenfassung: mit dem geoportal.de haben wir eben die zentrale Zugangsplattform oder wurde die zentrale Zugangsplattform umgesetzt. Die soll im Prinzip einfach verzweigen in die anderen GDI-Portale. Ich finde, da sind ein paar ganz lustige Ideen drin oder gute Ideen drin. Also mir gefällt zum Beispiel dieses Lösen von dieser WMS-Struktur hin zu einer etwas leichter verständlichen Struktur. Das hat so ein bisschen was von Google. Ich gebe halt einen Begriff ein, kriege eine Liste, klicke drauf und sehe es. Das finde ich eigentlich ganz schick. Das ist vielleicht schöner als die Leute mit fertig konfigurierten WMS-Sammlungen zu ärgern. Diese Datendienstekopplung ist dafür eben ein wichtiger Punkt gewesen, um auch direkt von Daten in die Sichtbarkeit zu kommen und wie so eine Art Einklickfunktionalität eben umzusetzen. Was man wirklich sagen muss, ist, dass wie bei dem Geoportal, bei dem Geodatenkatalog und beim Webserver da wirklich eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber stattgefunden hat und der wirklich sehr, sehr gerne bereit war, da Entwicklungen zu finanzieren und zurückfließen zu lassen in die Projekte. Also Mapboxy hat viele Entwicklungen dadurch erfahren in den letzten Jahr vor allen Dingen. Und nicht zuletzt muss man sagen, dass eben auch MapPanner 3 nicht da wäre, wo er heute ist, wenn der Kunde nicht gesagt hätte, dass er uns unterstützt. Ich darf nicht mehr weitermachen, deswegen höre ich jetzt auf. Danke. Abpfiff, danke.